natürlich auch für die Grässlersmühle und für das Rekord Café und ja. In Zeiten, wo das Fernsehen ständig Superstars sucht, mit dem Zweck, dass sich ein Produzent immer mehr aufs Konto bucht, interessiert werden wir ein Tanzbär auf Quotenfang getrimmt. Ganz wurscht, was die von sich geben, Hauptsache die Kasse stimmt. Da ist gut zum Wissen und ein wunderschönes Gefühl, dass es nur Bühnen gibt, wo jeder vorführen darf, was er kann und will. Ob Kabarett, ob gesungen wird oder Theaterstück aufgeführt, was das Publikum zu schätzen weiß, entsprechend honoriert. In Zeiten, wo es Leben immer angepasster wird, von Schubladen denken, wo man alles über einen Kamm schert und nur Erfolg hat, wer sich für den eigenen Vorteil engagiert, wer schleimt und wer in Arsch kriegt und weiß, wen man wofür schmiert. Da ist gut zum Wissen, baut mich immer wieder auf, dass Leid gibt, wo man spürt, die sind anders drauf. Bodenständig, weltoffen, geradeaus und direkt. Leid von denen immer so und Co., die haben was bewegt. In Zeiten, wo der Einheitsbrei den Massengeschmack bestimmt, wo die Mittelmäßigkeit immer breiteren Raum einnimmt, wo niemand gern ein Schaf sein möcht, läuft brav in der Herde mit. Ins gleiche dicke Fell gehüllt, gleiche Richtung, gleicher Schritt. Da ist gut zum Wissen und ich möchte, dass das nur lang so bleibt, dass Oasen gibt, wo man Fantasie ganz groß schreibt, in die sich jeder gern zurückzieht, der sich dort am wohlsten fühlt, wo statt faden Trauermärschen eine lustige Tanzelmusik spielt. Eine Wohnung oder ein kleines Haus, mein Vermieter hat mir kündigt, in 4 Wochen muss hinaus. Ich hab sofort sämtliche Zeitungen studiert, zu allem Überfluss auch noch selber inseriert. Ich suche ein kleines Apartment für einen Tisch, ein Bett, einen Schrank, 500 kann ich grad erzählen im Voraus, vielen Dank. Tatsächlich hat sich darauf einer bei mir gemeldet und gesagt, ich hätte was für 900, das war doch auch nicht so viel Geld. Sag ich, gut, wenn für sie 900 gute 500 sein sollen, dann kann es doch zufrieden sein, ich darf 500 zahlen. Such immer noch eine Wohnung oder ein kleines Haus, mein Vermieter hat mir gekündigt, in 3 Wochen muss hinaus. Bei einem Makler nachgefragt, hätten Sie nicht was für mich? Ich habe ein gesichertes Einkommen, wenn auch nicht ganz so viel wie Sie. Und mei, sagt der, wenn Sie kein Geld haben, wir zahlen es der Miete und Kaution. Und er wollte noch gar nicht reden von seiner Provision. Und außerdem sagt der, er hätte nur Klienten, die keine Musiker mehr, erst recht keine Studenten. So leid sein tut, er kann wirklich gar nichts für mich tun. Kannst nichts machen, ich gehe in Zukunft anders vor. Such immer noch eine Wohnung oder ein kleines Haus. Mein Vermieter hat mir gekündigt, in 2 Wochen muss hinaus. Jeden Notarztwang verfolge ich, vielleicht wird ja grad was frei. Wenn's heute eine Wohnung haben willst, dann musst du bei den Ersten sein. Ich gehe auf den Friedhof, stell mich bei Beerdigungen an und ich wünsch von Herzen Beileid, vielleicht klappt's einmal so. Gefunden
hab ich da nix. Es finden doch zumeist die Hinterbliebenen so ein Vorgehen, doch ein bisschen dreist. Und außerdem makaber, da widerspreche ich ausnahmsweise nicht. Aber die haben ja keine Ahnung, wie so einem bei der Wohnungssuche geht. Such immer noch eine Wohnung oder ein kleines Haus. Mein Vermieter hat mir gekündigt, nächste Woche schmeißen sie mich raus. Es gibt nichts, was ich nicht probiert hätte und alles umsonst. In einem dein Gesicht nicht passt, hilft keine Überredungskunst. Entweder hast Connections oder so ein Haufen Geld, dass sich das Problem der Mietpreishöhe einfach nimmer stellt. Aber irgendwo muss auch ich schlafen, langsam hab ich Schnauzen voll. Bin das Bitteln und Betteln leid, da kommt mir auf einmal die Idee. Ich kauf mir ein Wohnmobil, was ich jede Woche woanders park. Dann bin ich Zivilisationsnomade, aber absolut autark. Dann hab ich meine eigene Bude aus, der schmeißt mich keiner raus. Und wenn's alles so wie ich machen kann sein, kommen die Hausbesitzer und die Vermieter und die Makler mit ihrem Einkommen nicht mehr aus. Hinunter zum Bahnhof. Da kann ich mir
das Warten sparen. Ich geh heim vom Bahnhof und kühl mein Kopf mit Eis. Ich geh heim vom Bahnhof und kühl mein Kopf mit Eis. Heute muss ich besoffen gewesen sein. Nüchtern tranzt da nicht so einen Scheiß.